Hallo und herzlich willkommen bei Conny und Klaus on Tour. Neues Video. Platz in Finikunda haben wir verlassen. War mal einen Tag länger geblieben, wie wir geplant hatten. Aber auch in Ordnung so. Am vorletzten Tag, wir haben nichts gedreht, hat also nichts von uns gesehen. Und den Tag müssen wir jetzt irgendwie die nächsten zwei Tage aufholen. Das heißt, ab morgen wird zweimal Strecke gemacht, dass wir zum Hafen kommen. Heute mal noch ein bisschen gemütlicher. Wir wollen einen Wasserfall besichtigen. Ich nehme an, im Gegensatz zu Mystras wird das funktionieren. Und die Betonmischer? Nee. Und danach vielleicht noch, wenn Zeit ist und wenn dann Parkplatz ist, bisschen Kultur. Guck mal da vorne hin. Hä? Deswegen unter anderem fahren wir nach Griechenland. Ja. Ist das nicht schön? Kommst du schon durch dich und zack, aufs Meer. Also rechts alles Festland, links die Insel Zakynthos. Werden wir irgendwann auch mal hinfahren. Dieses Mal nicht. Ah, schön, fährt mir. Also tanken wollen wir noch, müssen nicht, aber wollen wir. Dann kann ich den nämlich kurz vor der Fähre nochmal voll machen, weil in Italien ist die Plöre teurer wie hier. 1,87 war da vorne angeschlagen für Diesel. Alles darunter scheint ein fairer Preis zu sein. Na, weiter geht's. Hier steht da rum ein Hümer. Ein Hümer aus München. Schön. Ich schalte ab, wir fahren weiter. Nein, es gibt nichts. Wir machen immer Witze, wo bleibt denn der Betonmischer? Ja, da ist er. Na klar, so rum geht das. Wir sind nun auf dem Weg zu den Polilimnio-Wasserfällen. Dieser führt auf dem letzten Teil über eine recht abenteuerliche Sandschotterpiste zum Parkplatz. Von dort aus unternehmen wir eine recht anstrengende Wanderung auf teilweise sehr unwegsamem Geläuf zu den Fällen. Aber irgendwie hat Klaus wohl nicht aufgepasst und es sind einige Aufnahmen im Nirvana verschwunden. Leider auch noch fürs nächste Video. Das tut uns nun sehr leid, aber einige schöne Eindrücke der Wasserfälle haben wir gerettet. Bitteschön! Der Tortur. Wir oben in so einer Hütte. Trinken eine kalte Cola.
Ich sitze hier oben ohne, ich schwitze wie Vieh. War wirklich eine Tortur. Wird aber schön, es hier zu gucken. Ich stelle euch gerade mal um. Das ist der Ausblick von hier oben. Kann man nicht meckern. Ein paar Minuten Ruhe und dann ziehen wir weiter. Das war jetzt über 2 Stunden, die wir unterwegs waren. Also das mit dem Palast des Nestor. Sparen wir uns euch, glaube ich. Das schaut man nicht mehr. Nee, nächstes Mal. Verschwitztes T-Shirt gemixt. War ja nicht mehr zum Aushalten. Ha. Aber geht es jetzt besser? Klimaanlage läuft doch nicht, ne? Ja, jetzt ist es gut. Und die fühlt sich auch wieder gut. Ja. Und wir fahren gerade auf Blühfada zu. Whatever that is. Wohl sein. Ja, ein bisschen hügelige Gegend hier. Aber wir sind noch so 400-500 Meter hoch. Ich nehme an, zur Küste zu geht es wieder ordentlich runter. Traumhaftes Wetter. Palast vom Nestor, da sind wir irgendwo dran vorbeigefahren. Wir holen es nach. Versprochen. Jetzt geht's erstmal wieder Richtung Strand. Bier, Taverne, Habi Habi. Minimarkt müssen wir noch, Conny? Wir haben kein Bier. Ihr habt's gehört. Bier ist alle. Ja. Sind wieder schlimme Zustände hier unterwegs. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber Blühfada. Da gibt es bestimmt einen Minimarkt irgendwo unterwegs. Ne? Genau. Aufpassen. Taverna. Hier ist eine Taverna. Da gibt es auch Bier. Aber, Minimarkt. Weiter geht's. Dreizack. Camping Tolo Beach ist zu, geschlossen. Also nicht wegen Saisonende, sondern das macht den Eindruck, als ob der grundsätzlich zu wäre. Ich hatte mal ein Video darüber veröffentlicht letztes Jahr. Die haben da massiv investiert, alles neu gemacht. Machen die zu. Nehmen an Familienstreit, keine Ahnung. Also das Video nehme ich runter. Dann bin da kurz entschlossen, mal ein bisschen weiter gefahren. Ich zeige euch gleich, wo wir sind. Wir sind ja nun bekennende Schiefsteher, aber hier wäre das ein bisschen zu schief. Wir stehen ausnahmsweise mal auf Keilen. Dann gehen wir hier mal den sandigen Weg da hoch. Ja, ich geht, oder? Geht. Kann man lassen. Und eine Taverne hat es auch. Hoffentlich hat die auf. Ich habe einen Durst, geh! Conny inspiziert hier auch gerade mal das Gelände. Und denk mal, da kann man rein, oder? Mit den Schwimmen. Hallo ihr. Wir sind in unserem Tavernchen, das wir gleich wegen der Wahlkampfveranstaltung verlassen wollen müssen. Nee, nicht wegen der Veranstaltung, sondern weil es nichts zu essen gibt. Und das ist ganz schlimm hier drin. Ja. Ganz schlimm. Ja. Pass mal auf, ich zeige euch, wie schlimm das ist. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, wir haben sie ja selber ausgesucht. Sind das selber schuld. Ja. Guck mal, Conny beim Kitsch fotografieren. Ja. Conny fotografiert mal den Kitsch. Ja, super. Der Kitsch. Jo. Na, der hat auch was. So, jetzt haben wir genug Kitsch hier drauf.
kein Wölkchen am Horizont. Das ist wirklich saugeil. Aber ich muss mit der anderen Kamera ran. Hier ist mir das jetzt zu groß hochgerechnet. Ihr seid doch auch der Meinung, mehr Kitsch geht heute nicht.